Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, hier, kleine Gewürzmischung für euch Freunde. Wieder die genauen Angaben, wieder hinten drin gelunzt. Salz reingelunzt. Hier eine Kelle. Ja. Das wird ein neues Gewürz, Freunde. Und hier den nächsten reingewämst. Zack, hier Deckel auf, hier schwarzen Sesam. Der darf nicht fehlen. Ein paar Löffel rein hier, würde ich mal sagen. Spanische Zitronenschalen. Oh, ein Löffel, der darf nicht fehlen hier. Reingeballert. Hier. Majoran. Thymian. Oregano ran. Das volle Programm reingelunzt und gewämst. So, geschrotete Habaneros. Ich mag's ja scharf. Die sehen auch so gut aus. Die kommen doch noch mit rein. Zack. So, umgerührt hier. Oh ja. Freunde, und hier haben wir einen Haufen Glück für euch. Richtig. So, natürlich wird das auch getestet bei Onkel Johnny. Nichts von der Stange hier. So, angerubbt hier, angedrückt hier. Sehr gut. Hier ist erstmal Prototyp alles. Onkel Lunst hier. Hähnchen hier für die Girls. Die haben sich's gewünscht. So, wieder anpressen. Kann man noch ein bisschen Öl drunter tun, wenn man will. Kurz Grill aufgeballert hier. So, gib mal her hier. Schürze kurz zur Seite gelegt. Ist ja keine richtige Folge, Freunde. Ist ja einfach nur hier Gewürzvorstellung hier. Oder die neue Idee von Onkel Johnny. Oh, es bleibt sogar Tropfen. Zack. Hier, ja. Ja, ich hätte das Öl, ein bisschen das Rost ein bisschen ölen können, aber it läuft, Freunde. Hier, und jetzt rüber damit. Kurz indirekten Heat-Bereich hier oben. Weil der Kleine, der ist ja schon für den Hals fertig. So, alles rüber damit. Ja, richtig. So, Freunde, in der Schale unten drunter ist noch was anderes. Aber dazu später. Hier der Black and White Spice. Für die Hähnchen und für die Girls. Die Blacks und die Whites. Ja, die Zutatenliste. Kleiner Rub-Video hier. Ich seh mal an den Lümmel. Ja, oh, seht das? Sogar saftig geblieben. Ja, oh. Zwar nicht wie die Bacon Bomb, aber sie geht. Aber das Gewürz ist Hammer, Freunde. Nutzt es nach. Und bis bald. Daumen hoch, er brennt. Abonnation nicht vergessen. Kleiner Mini-Lunser für zwischendurch, Freunde. Keine Hauptfolge, wie gesagt.